Die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, ist, wo du drauf kannst wedeln, ist an 58 am Band am Untergestädtel. Schwerbeet war auf dem Zimmer mit Bengel und mit Ladel. Schon zwei Tage vorher haben wir geübt beim Konsum auf dem Mann. Die ganze Sache ist prima gelaufen, es kommt fast jeder auf. Am 14:30 haben wir uns getroffen beim Wiesentälerhof. Gegen die Schweiz wenn wir heute kämpfen, alle gross und klein. Wir krempeln unsere Ärmel hoch und machen uns auf die Beine. Der Buser René Wardeby und auch der Philipp Seppli als Proviant im Hosensack getrochen Wasserregli. Der Bolle bringt sich Kumpel mit, es ist richtig etwas los. 15 Böbe sind wir gewesen, aus Damm und Hammerstross. Es ist eine gute Gelegenheit, kein Wasser ist im Deich. Da sieht doch keine Kompanie, die über die Grenze schlicht. Der Dich geht an einem Haus vorbei, mein Onkel wohnt da drin. Der lügt auch gerade zum Fenster raus und fragt, wohin wir wollen. Ich sag zum Onkel, es ist Krieg, wir kämpfen gegen die Schweiz. Er sagt noch trocken, du bleibst da, ich glaub, mir trifft der Blitz. Die anderen sind wieder gezogen, kurz nach 14:30. Und für mich, es ist nicht gelogen, war der Krieg vorbei.